Und damit herzlich willkommen zu Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge haben wir ein paar Auslöschungstruppler und wir sind gerade getroffen und wir sind gerade in einem Veneta oder so drin. Und in der letzten Folge wollten wir hier runterrutschen. Das machen wir in dieser Folge. Let's go! Yahoo! Schade, ich wollte ihn runterschubsen. Och nö. Komm, den müssen wir schnell holen. Jetzt. So, ich würde sagen, wir gucken uns hier ein bisschen um. Okay. Die Wunden versorgen. Hilft mir mal jemand? Okay, nice, ein Fähigkeitspunkt. Wo geht's denn hier lang? Da hinten war der Fahrstuhl, ne? Ich glaube schon, von da kamen wir. Da war der Fahrstuhl. Ich geh mal hier lang. Ich verstehe es nicht, wie schnell hat der das? Also ich habe ihn ja verlangsamt, aber wie schnell hat er denn bitte schön, noch etwas? Na? Wieder geschossen, das verstehe ich wieder nicht. Oh, wir haben das ja in der letzten Folge, glaube ich, auch gemacht. Und jetzt können wir ja die roten Kisten öffnen. Was haben wir gefunden? Ist aber auch wieder nur kosmetisch, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo wir lang gehen müssen. Wird ganz ein Speicherpunkt. Aber irgendwie, glaube ich, kommt man da nicht hin. Vielleicht kommen wir ja so dahin. Und wie schauen wir jetzt nach oben zu fahren? Aber selbst wenn wir sterben, ist es ja shit egal, weil den Fähigkeitspunkt haben wir. Das ist ziemlich nice.
Okay. War nur eine Abkürzung, aber warum wird das nicht als Abkürzung markiert und warum kann ich jetzt wieder nicht runter? Was soll das? Ich mach mal so Macht und Leben erhöhen. Ich hoffe, das ist richtig, weil ich glaube, diese Ampullen, diese Echos, ich glaube, die machen das auch tatsächlich, ne? Bin mir aber nicht sicher. Oh, das ist blöd. Warum kann ich da jetzt wieder nicht runterfahren? Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder hier runterjodeln. Du mir mal? Ich bin okay. Das ist doch aber irgendwie nicht richtig, ne? Dann gehen wir doch noch mal zu dem Dude, der hier schießen tut. So ekelhaft. Wo ist er? Okay, er hat sich selbst in die Luft gejagt. Oh mein Gott, war das so ekelhaft gerade. Geht das doch hier lang? Ich brauche wirklich einen Stim. Okay, ich verstehe, wenn man die verlangsamt und die dann angreift, dann hebt das Verlangsamensein auf. Kann das sein? Weil dann erklärt das so einiges tatsächlich. Oh, kommen wir doch jetzt hier hin zum Speicherpunkt. Das wäre nice. Nice. Wachsam bleiben! Er hat mich erwischt! Ich bleibe an dir dran! Los jetzt! So führe dich! Gleich haben wir ihn! Er ist auf der Flucht! Ausgezeichneter Fund. Er bedarf meiner persönlichen Einschätzung. Ja, moin. Das ging ein bisschen schnell. Oh Mann, ey. Na gut. Ich wusste jetzt nicht, dass ich da keinen. Ich dachte, ich hätte noch eine Stimp, aber wahrscheinlich nicht. Aber wir haben jetzt eine Abkürzung zum Dings freigeschaltet. Das ist ja hier der Fähigkeitspunkt, den ich ja meinte. Ich glaube, von da kamen wir. Jo, hier ist alles richtig. Yeah.
Okay, also wenn er so in diesem Rage-Modus ist, kann ich ihn nicht mehr, kann ich ihn nicht mehr stunnen, sozusagen. Gibt's noch so ein Echo, aber den Echo von ihm haben wir aufgesammelt, glaube ich. Ein imperialer Offizier wollte hier ein Relikt verstecken. Ein Einsturz begrub sie und sie kam nie wieder raus. So viel für dich. Komm wieder her. Was ist das, BD-1? So wie das Skin sagt, ich weiß nicht, soll ich die holen, die Kisten? Ach, was, ich mach das eben, oder? Ich denke, er gibt auf. Ja komm, ich mach das eben. Das scheint mir ein guter Trick zu sein. Aber während die da beschäftigt sind, gehe ich ganz schnell an der Kiste. Was soll das? Grabt weiter. Ich will seltene Artefakte, keinen wertlosen Firlefanz. Hey, dann geht das hier lang, aber ich habe mich ja spoilern lassen, nicht? Ich weiß, dass es noch einen Aufstieg gibt, also noch einen Ausgang. Da kommen wir direkt an unserem Schiff raus und das wollte ich halt gerne haben. Scheinbar war das nicht so das Richtige hier gerade. Wow. Huh?
es gibt nämlich noch einen Fahrstuhl, das ist der da unten, ganz am Anfang. Da renne ich jetzt mal ganz kurz, wenn ihr habt. Du hast keine Chance gegen uns. Alles klar, hier kommt man nicht mehr zurück. Ah, okay. Oder? Hier kommt man nicht mehr zurück, alles klar. Ciao. Ciao. Pure Zeitverschwendung. Versuche ich da mal irgendwie runterzukommen. Ich glaube, hier geht das, ne? Ausgrabung. Sie sind viel weiter als gedacht. Das ist im Moment unwichtig. Das Imperium hat dich als den Jedi von Bracca identifiziert. Sie suchen bereits nach der Mantis. Könnt ihr mit der Mantis weg? Ein Triebwerkstart ist zu riskant. Durch die Entladung würden sie sofort auf uns aufmerksam. Ich komme so schnell wie möglich. So, deswegen wollte ich das halt hier auch nochmal mitnehmen, weil, ich hab da gesehen, dass es hier einen Dialog gibt. Und das ist halt eine Mega-Abkürzung. Tada! Das ist die Abkürzung. Können wir mal gleich gucken. Ich wollte hier nochmal ganz kurz. Hier kommen wir nur wieder zurück, ne? Ich glaube schon, ja. Deswegen mache ich das nicht. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, ob wir da wieder zurückkommen. Oder warte mal, ich kann ja auch die Map gucken. Hier ist das. Ja, ich glaube, da kommen wir einfach nur wieder hier zurück, oder? Weil jetzt hier haben wir hier die Abkürzung und können direkt zum Schiff. Und somit auch nach Datumir. Oder soll ich dann nochmal runtergehen? Nee. Ich gehe da jetzt nicht mehr runter. Denn hier waren wir ganz am Anfang. Kerl, ein Kampfläufer schießt auf uns und wir haben keine Waffen. Ist er das? Er soll sofort sein Hinter... Durchhalten, bin unterwegs. Okay, wie haben sie sich das jetzt gedacht? Nani? Einfach so gegen so ein AT-ST oder ST-AT? WTF? Okay. Ich denke mal, so Verlangsamung oder so bringt, glaube ich, bei denen nichts, ne? Ich glaube, so Machtdinger und so bringt bei ihnen nichts. Ich glaube, das ist die Lösung.
Hilf mir! ATST besiegt. Oh mein Gott. Okay, das war ein nicer Kampf, weil man ein bisschen so, na, überlegen musste. Ach ja, komm, was willst du denn? Schade, dass BD ihn jetzt hier nicht scannen will. Den ATST und den Duty auch nicht. Aber naja, schade. Das hätte ich gern gehabt, dass er gescannt wird. Aber ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg nach Datumia. Das hier ist besiegt. Ist überhaupt noch jemand in der Mentis? Ich glaube, die leben noch alle. Na, Kel, gehst du rein? Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Sepho-Weisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja, gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova. Und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Ach komm, heul leiser. Spaß, Jogging. Was haben wir hier? Ciri Yunda. Natürlich ist es bewegend, was sie erzählen. Ne? Bitte, ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Ah, das. Haben wir das jetzt erst gepflanzt oder haben wir das schon vorher gepflanzt? Weil die Pflanze war ja vorher schon da, ne? Ich würde sagen, wir fliegen nach Datumia.
Aber ich bin mal so frech, mach die Kürze heute Folge. Mach die Folge heute kürzer. Also, was heißt kürzer? 5 Minuten für kürzer. Wir könnten uns mal gucken hier, Lichtschwert. Das können wir mal machen. Nimm mal den hier, das sieht irgendwie lustig aus. Keine Ahnung. Dann den Schaft. Passt der hier als Ästen? Vielleicht sowas hier. Sieht ganz cool aus. Ich mag so babyblau gefühlt. Ist es das denn jetzt? Jo, kriegen wir auch eine Trophäe. Schwertschmied. Orange. Ich weiß nicht, orange gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Aber wir haben ja die ganze Zeit schon mit blau gekämpft und lassen wir mal orange. Gucken wir mal hier ein bisschen Kleidung von den Jungen. Okay, am besten finde ich das hier halt tatsächlich. Packe ich das nochmal mit, weil so komplett so ein Tarnmodusfarben finde ich jetzt nicht so geil. Oh, tatsächlich, man kann das Outfit ändern. Okay, aber ich lasse das mal so, weil das passt am besten und BD können wir auch ändern. Irgendwie sieht das schon geil aus, ne? Aber das hier finde ich auch nicht schlecht. Nehmen wir das. Ich mag blau. Elementis mache ich mal so. Warte mal. Sternjäger, das erinnert mich auch an den Film. Das erinnert mich so an Boba Fetts Schiff. Nehme ich das. Weil das ist hier dieses von Naboo oder so, glaube ich. Die sind auch immer so gelb-silber. Das finde ich irgendwie cool. Man kann es ja wieder umändern. Na, also wenn ihr sagt, nö, mögt ihr nicht. Oder passt erstmal nicht, dann ändere ich das wieder um in Original. So. Dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge von Jedi Fallen Order in Richtung Datum. Hier brechen wir auf. Den Fähigkeitspunkt benutze ich mal nicht, weil ich nicht weiß, wofür ich ihn benutzen könnte. Ne? Dann würde ich sagen, nächste Folge um 20 Uhr geht's weiter.